bitte fertig. Was denn? Verstanden! So, euch schicke ich dann schon mal hier hin. Von mir aus! Ja, wie gesagt, hier sind wir gesichert. Hier sollten wir dann auch einigermaßen gesichert sein schon mal. Verbesserung fertig. So. Das kann ich auch irgendwo hier hinstellen. Die Brutstätte für die Geier. Also für die Ironbeaks, die Eisenschnäbel, wie auch immer. So, wir haben genug Nahrung fürs erste Upgrade. Und da gebe ich mal 5 von den Zermalmern. Ein paar Zermalmer zu haben, ist nämlich nie verkehrt. Ja, wie gesagt, da kommen sie, glaube ich, nicht so mehr so leicht durch. Darf ich töten? Weil die Untoten sind eigentlich nur in großer Zahl schlimm. Und hier hinten kommt eigentlich fast nie was. Bitte fertig. So. Ja. Gut. Großes Haupthaus bräuchten wir als nächstes. Dafür brauchen wir mehr Holz. Also ja, hier tut sich gerade auch noch nichts. Von mir aus. Was? Wie? Ich würde eigentlich wirklich gerne wissen, wer die besseren Stats hat. Der Schlechte oder der Zermalmer? Was denn? So, jetzt aber ein mittleres Haupthaus. Das passt perfekt hierher, das ist gut. Arbeit! Und nicht mittleres, ich meine großes. Was denn? Auch wenn das ein bisschen Zeit kostet, aber... Na dann! Ihr helft mal beim Bauen. Da kommen die ersten Skelette. Ach stimmt ja, das eine ist ein Mana-Brenner, der zerstört ja Gebäude. Was ist passiert? Verstanden! Was ist? Verschwindet! Was denn? Auch gut. So. Soll ich das Problem lösen? Stimmt, habe ich total vergessen, dass das einer ein Mana-Brenner ist. So, mehr Werfer.
Bitte fertig. Da ist noch eine Truhe. So. Eine Belagerungswerkstatt könnten wir auch noch gebrauchen. Auch ruhig hier hin. So. Dann können wir hier nochmal 5 Tolle. Die sollen weggehen! So. Bitte fertig. Ah, sie laufen endlich los. Hä? Nee. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe den Leichensammler diesmal etwas komisch hingestellt. Aber dass sie die Leichen hier oben nicht einsammeln. Ach doch, sie sammeln. Okay, gut. So, jetzt fehlen noch die beiden. Ich sag mal High-End-Waffengebäude. Arbeit! Was denn? Ugh. Gut, so weit, so gut. Ja, Steinvorräte. Gehen doch langsam etwas zur Neige. Und ja, mir kostet einfach der Titan zu viel Holz. Also ja, die Gehäuteten geben wenigstens Nahrung, was auch einigermaßen Sinn macht, auch wenn es makaber ist. Dass wir Gehäutete und Tote zu Fleisch verarbeiten, aber Trolle scheinen wenigstens alles Mögliche fressen zu können. Ach, du bist wieder zweihändig. Gut. So, Belagerungswerkstatt, da müssen wir dann auch mal wenigstens 2 Belagerungseinheiten dann raushauen, wenn wir auf 40 Bevölkerung hoch sind. Jetzt hätte ich gerne erst einmal Champions. Kümmern wir uns erst kurz um den Mana-Brenner, damit der uns nicht wieder Gebäude kaputt macht. Was wollen die? Na schön. Verschwinden! Was wollen die? Ganz ehrlich, ich hätte die auch einfach vor dem Tor, vor die Höhle stellen können, die 5. Ich hätte die Gebäude gleich gebraucht. Egal.
So. Immer ich. Verbesserung fertig. Ja, Eisenhaus. Man muss es ja ehrlich sagen, das Waffenlager allein ist nutzlos. Was? Von Vernichtern und Champions. Berserkern, Schleudern, Vernichtern und Champions. Weil wir brauchen das Eisenhaus für so viele Einheiten. Während wir... Ja, Vernichter und Champions. Darf ich töten? Also ja, direkter Angriff klappt nicht. Hehe. So, jetzt können wir mal 5 Champions. Können wir nicht. Brauchen mehr Eisen. Deswegen schicken wir die 8 auch zum Eisenabbau. Was denn? Kann ich hier noch einen hinschicken? Ja. So, und dafür brauche ich 400 Eisen wieder. Aber erstmal hätte ich gerne 5 Champions. Schon mal. Also, ja, 5 Champions erstmal. Ja, Berserker erhält Eiskeule, Schleudrauf mit Eisklumpen, beiden erhalten Resistenz gegen Eismagie. Also Berserker, Schleuderer. Vor allem die Schleuderer sind wichtige Einheiten. Darf ich töten? Naja, unsere Champions sind unglaubliche Killermaschinen, ganz ehrlich. Oder Vernichtungsmaschinen, wie man es nennen möchte. Und ja, hier sind 6 Vorräte, sehe ich gerade erst. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Deswegen geht das perfekt auf mit den Arbeitern. Und ja, wenn wir weiter oben sind. Und da die Dunkelelfen haben, dann wird es natürlich noch einfacher. Aber bis dahin, also Eisen zu kriegen, bis dahin müssen wir so haushalten. Geht's los? Sehr schön. Ach. Wenigstens kriegen wir so genug Nahrung. Die wir brauchen, weil wir brauchen ein starkes Heer. Können uns mal kurz näher ranwagen. Um die nächste Nachricht zu triggern. Diese Festen sind stark, Freund. Wir brauchen Belagerungswaffen. Mhm. Was? Wie? Von mir aus? Geht's los? Na schön. Okay, die nächsten. Beiden. Was denn?